Und er hat seine Hand vor mir getan und hat gesagt, Vorsicht, Auto. Und das hat dann bei mir so ein Ching gemacht, dass ich mich wirklich verliebt habe. So, es war wirklich unbeschreiblich. Das war wirklich der Moment, wo ich mir gedacht habe, wow. Weil als Kind habe ich mir früher immer einen extrem fürsorglichen Mann gewünscht, der wo wirklich Acht gibt und wirklich für mich da ist. Und dass er diese eine Frau möchte, die er will. Und das war einfach in diesem Moment alles zusammen mit dieser Handbewegung und Stoppauto, dass er auf mich geschaut hat. Und da war es dann so weit, dass ich wusste, dass es mein Mann ist, dass es der ist, der wo mir wirklich am Herzen liegt. Immer fröhlich und ihr Lächeln steckt an. Die ist durchgehend ist sie am Lächeln und einfach nur die Freude in Person. Und wenn es einem schlecht geht, ja, dann sieht man sie, sieht das Lächeln und ist einfach super gut drauf. Ich kann mir keine bessere vorstellen. Begonnen hat das Ganze am 30. November 2014 auf der Kartbahn in Bergkirchen. Fast gleichzeitig war Sophia an dem Tag mit ihren Eltern bei einer Siegerehrung für die besten Kartrennfahrerinnen und sie bekam dort einen Pokal überreicht. Nach der Ehrung, für die sich Sophia top gestylt hatte, wollte sie noch zu dem, was ihr am meisten Spaß macht, ein paar Runden Kart fahren. Ihr Papa, gutmütig, wie er immer ist, erfüllt er den Wunsch und lenkt die Richtung nächster Kartbahn mit den Worten, das Auto hat einfach angeklingelt. Und zu uns hat es dann geheißen, ich müsste bei der Gruppe anfragen, ob ich mitfahren darf, weil schon alles belegt war. Auf jeden Fall hat dann die Gruppe gemeint, ja, das ist gar kein Problem. Ein kleines Blondchen, das ist doch kein Problem, die darf schon mitfahren. Und schon ging's los mit dem Qualifying. Flo kam gut voran, sah auf seinem Trecker, dass er gleich mal auf Position 4 war. Dann an 3, 2, 2, 2 und hat sich gewundert, weil er nicht auf Platz 1 gekommen ist. Ich habe sie nicht erwischt. Was Flo zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass er Sophia Heizer vor sich hatte und deren Spitznamen, die Heizerin, kam nicht von ungefähr. Sie zeigte den Jungs wieder mal, wer die Nase vorn hat und der Champion ist. Und keiner hatte einen Hauch von einer Chance, sie einzuholen. Das hatte ihn schon sehr in seiner Ehre gekränkt. Da bin ich hingegangen, habe einfach mal blöd nachgefragt, was das soll. Dass ich so schnell bin und er will unbedingt eine Revanche haben. Glücklicherweise erkannte Sophia den Frust in Flo's Gesicht und so bot sie ihm ganz lässig eine Revanche in einem Jahr an gleicher Stelle an und bis dahin könne er noch ein bisschen üben. Fair enough, dachte sich Florian und wollte zur weiteren Koordination Sophias Handynummer haben. Da wollte ich ihn erst noch abspeisen mit Facebook, weil ich gebe meine Nummer niemandem, aber er war dann so hartnäckig. Da Sophia sich ihre Nummer eh nicht merken kann, gab sie ihm mal eine Nummer und sagte, es kann sein, dass dies die richtige ist. Irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, ich habe eine Nummer bekommen. Und dann ging das Ganze los. Ein ganz wichtiger Mensch in Sophias Leben war ihre Mama. Und auch wenn hier auf dem Stuhl nur ein Bild als Platzhalter für sie steht, so, sie ist jetzt ganz bestimmt unter uns und freut sich für euch beide.
in diesen schweren Zeiten hast du mir besonders bewiesen, dass wir füreinander beschaffen sind. Tag für Tag bin ich so unendlich dankbar, dich an meiner Seite haben zu dürfen. Du bekommst mich. Du bekommst mich zum Lachen, auch wenn ich es gerade nicht möchte. Du bringst mich auf andere Gedanken, wenn es mir mal nicht so gut geht. Du bist ein so besonderer Mann. Du bist mein Traummann. Ich liebe dich. Liebe Sophia, damals, als ich dich das erste Mal gesehen habe, da hatte ich mir nicht gedacht, mit dir hier vor dem Altar heute zu stehen. Ich habe dich auf der Kartbahn nur als kleine Konkurrentin gesehen. Ich muss zugeben, ich habe dich unterschätzt. Du hast mich beeindruckt. Du hast mich so beeindruckt, dass ich mehr von dir erfahren wollte. Als wir uns besser kennenlernten, hast du mich mit deiner liebevollen und fröhlichen Art sofort in deinen Bann gezogen. Du bist die Frau, die ich mir mein Leben lang gewünscht habe. Ich verspreche dir, der fürsorgliche Ehemann zu sein, den du dir gewünscht und den du verdient hast. Ich freue mich darauf, mit dir die Zukunft zu erleben. Wir zusammen für immer. Ich liebe dich, mein Schatz. Eltern können nur sagen, die eigenen Kinder glücklich zum Singen ist das schönste Gefühl auf der Welt. Sophia, du machst unseren Florian glücklich und wir freuen uns, dass du heute, dass du ein Teil unserer Familie bist. Wir wünschen euch von Herzen ein glückliches und erfülltes Leben und sagen danke, dass wir heute so schön mit euch feiern dürfen. Dankeschön. Yeah.